egoistisch können wir uns das ewige Leben verdienen? Können wir mit einer Einstellung weitergehen, dass alles, was wir tun, das ist einfach unser Erfolg. Das ist das, was wir eigentlich gemacht haben. Und nicht andere Menschen, nicht die Gesellschaft, in der wir leben, sondern alles ist, weil wir uns angestrengt haben. Ich glaube, dass diese Einstellung kann manchmal uns stören, die spirituelle Werte, die wir sagen, zu erreichen, so überhaupt sagen kann. Und in dem Evangelium der junge Mann ist reich. Er kann basierend auf dem, was er hat, also dem Einkommen, und der vielleicht der anderen Menschen, die um ihn herum sind, viel leichter die Gebote einzuhalten. Es ist viel schwieriger, wenn wir sehr arm sind, diese einzuhalten. Zum Beispiel, oder in einer Gesellschaft, wo, wenn wir nicht stehlen, werden wir bestohlen. Oder wenn wir Brot nicht stellen, werden wir einfach hungrig sein. Und so weiter. Und dieser junge Mann, der sagt, ja, ich habe diese alle eingehalten. Und dieser sagt, da ist etwas. Das ist nicht das Problem, dass er die eingehalten hat, aber diese Einstellung. Ich werde das erreichen. Ich, nicht ich und andere Menschen, nicht ich im Rahmen der Gesellschaft, sondern ich. Und deswegen sagt Jesus ihm, vielleicht wäre es für dich besser, wenn du alles weglässt, einfach worauf du deine Hoffnung basierst, also dein Reichtum. Alles, was du jetzt gewohnt bist, geh mit mir und schaue, dass viel mehr als deine Anstrengung zählen auch die Gnade Gottes und die Hilfe von anderen Menschen. Das wirst du erfahren. Auch wirst du erfahren, dass du nicht selbstständig, ganz unselbstständig bist, sondern dass du in Händen Gottes bist. Zwischen den anderen Menschen. So ist mein Verständnis von dem Evangelium.